Dann, was könnte man denn da noch machen? Das mit der Helligkeit, ja, so genau sehen wir das jetzt noch nicht, aber ich hätte da schon eine Idee. Wir tun das weg, wir tun das weg und wir machen da einen Loop. Da holen wir uns einfach da die Variable herein. So. Und sagen da. Ob das so funktioniert? Ich glaube schon. Also Datei speichern. Ein Microbit. Natürlich habe ich da was falsch gemacht. Sieht man das überhaupt, wie schnell der da blinzelt? Das liegt jetzt da daran, dass der Microbit einfach zu schnell ist. Ich glaube, da müssen wir noch eine Pause einbauen, dass wir das da sehen. Pause. Probieren wir es mal so. Eine Zehntelsekunde Pause. Das macht jetzt natürlich noch immer nicht das, was ich haben will. Weil er zählt jetzt den Index und das nächste Mal geht der Index einfach weiter. Okay. Da mache ich nämlich noch die Wartezeit. Machen wir es auf 10 Millisekunden. Aber jetzt laden wir uns das runter. Jawohl, er macht es. Das könnte man aber durchaus noch schneller machen. Und vor allem am Ende hört er dann wieder auf und setzt es wieder auf 0. Dann fängt es wieder von vorne an. Okay. Jetzt werden wir das Programm doch noch ein bisschen umbauen. Noch einen kleinen Schluck Kaffee. Ugh.